Feel the power of high quality. Ciao Pietro! Giorgio Armani, dove sono i siciliani, calabresi e napoletani. Ciao amici! Alles klar? Wie geht's? Gut, man, guten Flug haben? Ja, schon. Ich habe dein Video gesehen, aus Stuttgart war das, ne? Genau. Geiler Auftritt. Danke. Wie war die Resonanz? War gut. Hättest gar nicht singen brauchen, ne? Die Leute hätten auch alleine die gesungen. Haben alle mitgesungen. Super. Die Stimmung hat gepasst, alles. Und bei dir alles klar? Gut, ja. Bisschen wenig geschlafen, aber ich komme langsam klar. Herzlich willkommen im Hotelzimmer von Pietro W. Und ich habe gesehen auf deiner Liste, was du unbedingt brauchst, wenn du irgendwo auftreten sollst, sind natürlich die Gummibärchen. Das darf nicht fehlen, ja. Also wie bei Jennifer Lopez, die 100 Rosen, die sie haben will, sind das bei dir die Gummibärchen, oder? Warum genau die Goldbärchen? Ich habe mich einfach überraschen lassen. Ja. News 89.4 ist heute mit Pietro hier. Right. 100% guter Geschmack. 100% guter Geschmack. Pietro, da fällt mir gerade was ein hier. Guck mal, ich habe gesehen, man kann bald deine Songs mit Micropay kaufen. Das stimmt. Nicht nur das, auch T-Shirts, Klingeltöne demnächst. Und ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Bezahlen per SMS oder was? Genau so ist das. Auf? Geht einfach auf th-beats.de. Yeah. Pietro, mach nochmal hier den Originalblick. Pietro, wie sieht's aus? Stärkung vom Auftritt? Wir sind hier nicht in Bayern, aber wir sind hier in einer Pizzeria. Das ist keine italienische Pizza. Ich habe oben ein paar Türken gesehen. Sehr tolerant von dir. Ja. Naja, wir bestellen uns jetzt eine Pizza. Wir haben großen Hunger und gleich werde ich auftreten. Was heißt gleich? Um 13:30 erst. Ja. Jetzt haben wir es. 9:30. Jetzt kamen sie gerade an und haben gefragt, ob das hier tatsächlich der echte Pietro B. ist. Wie kamen sie da drauf? Ich hatte durch ein Gespräch den Namen gehört, Pietro. Ja. Und da ich neugierig bin, habe ich nachgehakt. Und? Wie finden Sie die Musik? Die finde ich gut. Ich habe das neueste Lied habe ich auf dem Laptop, habe das schon ein paar Mal gehört. Das gefällt mir sehr gut. Ja, genau das. Ja, okay. Sing das doch mal. Ach ja, stimmt. Das ist eine Kapelle, Pietro. Schön im Restaurant. Aber nicht so laut, bitte. Non ce la faccio più, tu mi stai tirando giù, dimmi chi mi ami, chi sei veramente tu. Ist es das? Genau das ist das, ja. Das Lied ist einfach nur geil. Super. Bitteschön. Vielen Dank, dann freuen wir uns auf die Pizzen. Gerne doch. Okay Pietro, hier im Hotelzimmer, kurz vorm Auftritt, wie geht's dir? Kurz vorm Auftritt ist gut, ich habe noch 2 Stunden. Das reicht zum Aufwärmen, ein bisschen Kräfte sammeln. Und ich habe gehört, du machst heute einen auf Bushido? Nein. Zeig mal, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Zieh mal an. Sonnenbrille. Zieh mal an. Gegen die Lichter auf der Bühne. Oder? Ja. Ey, bist du nicht Pietro B? Thank you.
Es sind manchmal wirklich traurig und weg. Warum musst du mich nicht sagen? Single, il mio primo singolo commerciale, So Dove Sei.